Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wenn das hier jetzt geklappt hat, das ist eine ganz alte Gerätschaft von mir. Ich habe so ein bisschen YouTube-Equipment, was ich nie nutze. Und jetzt habe ich aber auch Kameras, die jetzt nicht den allerbesten Ton liefern. Und es ist irgendwie gerade im Moment auf Social Media in geworden, dass man etwas in der Hand hat. Also irgendwie ein Mikro oder so ein kleines Mikro. Das siehst du ganz oft auf Instagram auch. Ich bewege mich nicht so auf TikTok, daher kann ich da jetzt nicht so viel darüber sprechen. Abwegig jetzt, ein bisschen off-topic, muss auch mal sein hier auf dem Kanal, um die ganze Thematik so ein bisschen aufzulockern, denn wir sind ja schon ADHSlerInnen und wir haben eben unsere Felsbrocken, die uns das Leben in die Bahn schmeißt. Wir sprechen heute mal über das Thema Wut. Und das ist etwas, ich bin jetzt seit über einem halben Jahr diagnostiziert. Und das wirst du wahrscheinlich genauso wie ich auch sagen können von dir selber. Bei mir war es die Diagnostik. Ich bin diagnostiziert worden. Also erstmal der Verdacht hat das bei mir noch nicht ausgelöst. Aber so die letztendliche Diagnose, die bei mir Ende Oktober 2023 passiert ist, war bei mir dann so rein psychisch auch so der Effekt, dass sich so eine Wut eingestellt hat. Man blickt auch immer wieder in die Vergangenheit. Und ich hatte das vor kurzem auch, als ich den Livestream von der Simone angeguckt habe mit der Quarkonia. Ich werde es euch auf jeden Fall mal unter das i legen. Als ich mal so meine Karrierelaufbahn so im Rückblick betrachtet habe. Man versteht ja als ADHSlerin plötzlich auch, warum man Dinge nicht kann, warum Dinge nicht funktioniert haben, warum man in Dinge reingezwängt wurde. Und bei mir war es, also ich weiß nicht, ich würde gerne mein jüngeres Ich gerne schütteln und sagen, zieh das durch. Nur weil du dich nicht entscheiden kannst, entscheide dich dafür. Ich bin es, Schnitt Coco. Hast du schon ein Abo dagelassen? Wenn dir das auf irgendeine Art und Weise hier hilft, du Infos rausnehmen kannst, würde ich mich freuen, wenn du mir ein Abo dalässt. Vielleicht hast du auch Bock, eine Kanalmitgliedschaft abzuschließen. Was bringt dir das genau? Gar nichts. Das ist für mich ein Trinkgeld. Du kannst mich aber nur mit einem Daumen nach oben und einem Kommentar unterstützen. Denn Kommentare sind cool. Und inzwischen kommentiere ich Kommentare mit Reels. Falls du also Bock hast, wir sehen uns. Tschüss! Ich war immer jemand, der kreative Berufe bevorzugt hat. Irgendjemand hat mich irgendwie auf irgendeine Art und Weise so negativ beeinflusst. Nee, das war anders. Genau, das war eher so. Und diese Reflexion vor der Kamera hilft mir halt unwahrscheinlich. Das war so. Ich war in einer sehr künstlerisch getriebenen Grund- und Hauptschule. Also ich war in einem Kinderzirkus, ich habe Theater gespielt, mein damaliger Lehrer organisiert immer noch Theatertage einmal im Jahr an dieser Schule und die Zirkussache, die war halt auch phänomenal cool. Und daran hat man auch schon gemerkt, so in diesem System war ich gut aufgehoben. Zu meiner Zeit, ich bin 45 jetzt, gab es noch nicht dieses System, dass du eben an so einer Schule auch das Gymnasium machen können, geschweige denn die Realschule. Also ich war gezwungen, in die Wirtschaftsschule zu gehen, weil ich mich damals halt sowohl auf der Schule gefühlt habe, ich bin nicht runtergegangen für die Realschule, sondern ich bin da geblieben. Und so der Plan von mir und meinen Eltern war halt, ich gehe dann in die Wirtschaftsschule. Und das hat mir so ein bisschen die Beine gebrochen, muss ich sagen. Davon abgesehen war es halt einfach so, dass ich mich, als jeder sich für eine Lehrstelle oder irgendwie für eine weiterführende Schule entschieden hat, ich war aufgeschmissen. Ich habe ja schon in anderen Videos gesagt, ich bin Entscheidungskrüppel. Oder ich war es. Also ich habe ADHS, dass mir Entscheidungen schwer fallen. Ich will mich nicht Krüppel nennen, weil das ist so negativ behaftet.
Naja, also bei mir ist das ADHS in der Hinsicht, also meine Symptomatik ist so, dass ich speziell was Entscheidungen angeht, ich kann mich schlecht entscheiden, ich kann mich sehr schlecht entscheiden. Heute weiß ich, dass ich mich an Personen in meinem Umfeld wenden muss, wenn es um Entscheidungen geht, um eben zu Entscheidungen zu finden. Weil ansonsten, mein System hängt sich auf, wenn es um Entscheidungen geht. Hätte ich das damals als Kind schon gewusst, wäre ich heute ganz woanders. Ganz woanders. Ich habe Berufe als Steinmetzin ausprobiert. Ich kann mich noch gut dran erinnern. Der Chef von da hat mir einen schweren Hammer in die Hand gegeben und sagt noch so zu meinem Vater, ja, unsere Mädels, die kriegen ganz schöne Muckis und so. Und früher war ich noch der Vorstellung, scheiße, ich sehe dann aus irgendwann wie ein Mann. Was, dass das natürlich nicht möglich ist, ist klar, ne? Aber in meiner kindlichen Vorstellung ging das gar nicht klar. Und das wollte ich nicht. Und ich weiß noch, wie ich dann entscheidungstechnisch einfach der Arbeitgeber wollte eine Antwort. Ich konnte mich aber nicht entscheiden. Und weil ich mich nicht entscheiden konnte, habe ich dann irgendwann Nein dazu gesagt. Was fatal war. Ich würde gern mein jüngeres Ich wirklich schütteln, weil so ein künstlerischer Beruf für mich einfach das Allerbeste gewesen wäre. Ich hätte so mein Ding durchgezogen. Oder ich habe ein Praktikum als Theatershowmacherin gemacht, was auch mega cool ist. Wer kann das von sich sagen? Oder ich habe als Fernsehen, in meinem Alter war Fernsehen noch, hat das noch einen höheren Stellenwert gehabt. Und ich habe bei unserem Regionalfernsehen habe ich ein Praktikum gemacht beispielsweise. Oder ich wollte Friseurin werden und später dann halt Maskenbildnerin du brauchst halt als Maskenbildnerin, brauchst du halt die Friseurausbildung. Also das habe ich ausprobiert. Dann, was habe ich noch ausprobiert? Ich habe Fotografin, wollte ich ja eine ganze Zeit lang werden und habe mich da auch so ein bisschen festgekrallt. Und mein Umfeld hat mir halt immer wieder gesagt, und das hat das Umfeld ja nicht gemacht, weil es bösartig zu mir war, sondern die wollten ja mir was Gutes tun. Und ich war super mit meiner nicht diagnostizierten ADHS beeinflussbar und habe auf mein Umfeld gehört, lern etwas Gescheites, sagt man bei uns in Schwaben. Naja, aber was ist jetzt was Gescheites? Also wer legt fest, was Gescheites ist? Und das Problem an der Sache war, handwerklich wollte ich nicht, obwohl ich hinterher dann in der Industrie gejobbt habe. Und Büro war eigentlich der größte Fehler meines Lebens, denn Menschen mit ADHS verabscheuen Monotonie. Also das ist nicht nur ein Verabscheuen, ein es ablehnen, sondern der Kopf macht da nicht mit. Ihr müsst euch vorstellen, ihr habt einen Wackelkontakt im Gehirn. Jetzt mal ganz laienhaft erklärt. Ihr habt einen Wackelkontakt im Gehirn und bei monotonen Arbeiten hängt sich euer Kopf einfach jedes Mal auf. Ihr macht nicht mit. Und dann funktioniert er wieder und dann funktioniert er wieder gar nicht. Und für uns ADHSlerInnen ist Monotonie schmerzhaft. Also ich kann nicht den ganzen Tag das Gleiche machen. Jetzt wissen Menschen, die mich schon ein bisschen länger kennen, ich habe damals auch in der Industrie gejobbt am Band. Jawohl, das war eine Katastrophe. Das konnte gar nicht funktionieren. Ne? Also klar, dass ich da irgendwo auch, wenn ich allein schon daran denke, ich kann mich so richtig wieder in die Wut reinfühlen, wenn ich damals schon mit 20 gewusst hätte, dass ich ADHS habe, ich wäre ganz woanders gelandet. Ich wäre ganz woanders gelandet. Wir brauchen Berufe, wo man einen Dopaminkick kriegt. Wo man nicht die ganze Zeit am Schreibtisch sitzt. Jetzt habe ich natürlich einen Beruf jetzt gelernt als Social Media Marketing Managerin. Da sitzt du auch die ganze Zeit am Schreibtisch. Aber du musst kreativ arbeiten. Du kriegst in allen drei Bereichen, der Job ist so ein bisschen in drei Bereiche aufgeteilt, wirst du eher so ein Stratege und gibst so ein bisschen fest, was auf den Social Media Kanälen stattfindet. Bist du eher so das Content-Mäuschen und ich bin eher so Content-Mäuschen und kann moderieren. Oder bist du eher so jemand, der gerne Anzeigen verkauft? Und in allen drei Bereichen
kriegst du so deine Dopaminkicks eigentlich. Das ist das Geile an der Sache. Klar habe ich so meine Fallstricke sozusagen. Ich hänge mich beispielsweise sehr stark an Creatives auf. Heißt, ich tauche sowas von krass ab, wenn ich irgendwie eine Anzeige mache und bleibt da stecken irgendwo, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Ne? Und ich sehe dann lauter Fehler und das könnte man noch besser machen und das könnte man noch besser machen. Und ich bin so der typische ADHSler, dem du sagst, ja, wie lange brauchst du? Ja, eine Stunde. Und ich brauche dann aber tatsächlich vier dafür, ne? Weil ich einfach dann, ich spüre die Zeit ja auch nicht. Das ist auch so eine Symptomatik von mir. Und ja, ich bin ganz froh, dass ich bei einer Verhaltenstherapeutin gelandet bin, die das gefördert hat, die das in 1,5 Jahren gefördert hat und gesagt hat, ziehen Sie das durch. Ne? Also, weil daran, und das ist auch so, sie ist auch das beste Beispiel dafür, dass ich eben Menschen brauche für Entscheidungen. Aber ich wusste halt nicht, dass ich ADHS habe. Und diese Wut daraus, dass ich es nicht wusste und dass man mir, wie man mit mir vor allem umgegangen ist und wie viel Zeit vorbeigegangen ist, die Zeit kann ich nie wieder aufholen. Nie wieder. Die ist weg. Aber, und an der Stelle muss ich ein Video von der Maggie empfehlen. Wenn ich es finde, werde ich es unter das i legen. Man ist nie zu alt, etwas Neues zu machen. Ne? Also, man ist nie zu alt, sein Leben komplett umzukrempeln. Man ist nie zu alt, Dinge neu zu lernen. Geht in die Wut rein, wenn ihr die Wut spürt. Weil es ist nie gut, wenn man Dinge einfach wegdrückt. Finde ich nicht gut. Ne? Also spürt die Wut ruhig. Und ich habe jetzt so gestern so einen Tag gehabt, da war ich einfach nonstop sauer. Ich war nonstop sauer. Ich habe mich mit der Simone über die Thematik unterhalten und danach ging es mir einfach richtig gut, weil die halt einfach auch gesagt hat, ja, das fühlt sie so, weil sie eben auch Klienten hat, denen es auch so gegangen ist. Ich bin behandelt worden von Ämtern, das könnt ihr euch nicht vorstellen, frei nach dem Motto Stempel faul. In unserer Gesellschaft werden wir so schnell abgestempelt und wir müssen aufhören, Menschen zu verurteilen, wenn wir nicht verstehen, was in diesen Menschen vorgeht. Verurteilung bringt uns einfach nicht weiter. Und das Resultat dieses ganzen Unverständnisses, was man mir gegenüber hatte, ich bin ganz froh, dass ich jetzt jemanden an meiner Seite habe, einen Sachbearbeiter, der fördert mich wie eine Eins. Das ist richtig klasse und das ist richtig angenehm. Also Bilderbuch, aber das hatte ich die ganze Zeit nicht. Ich hatte irgendwelche Sachbearbeiter, die ihre Machtkämpfe bei Ämtern ausgetobt haben. Der eine wollte noch besser sein als der andere und den einen kannte ich irgendwie von meiner Ausbildung damals als Rechtsanwaltsfachangestellte. Da ist er das ein oder andere Mal in der Akte aufgetaucht. Name-Dropping gibt es hier nicht, weil man weiß ja nie, wer dieses Video anguckt. Und dann hattest du schon so ein bisschen so eine Angst, ne? Heute weiß ich muss sagen, was Sache ist, ich muss reden. Aber wenn du halt nie eine Diagnose hast, wie willst du reden? Und dieses nicht diagnostiziert sein hat so eine Wut hinterlassen. Wo wäre ich heute, wenn das damals schon diagnostiziert worden wäre? Ich wäre einem richtig coolen kreativen Beruf. Ich wäre in diesem Beruf aufgegangen. Klar, ich wäre heute, sind wir uns im Klaren, ich wäre heute nicht die Person, die ich bin. Das ist Fakt, ne? Also mein Werdegang hat mich geprägt. Und ich könnte mich heute nicht so vor die Kamera setzen, wenn ich nicht meine Erfahrungen in den über 10 Jahren YouTube gemacht hätte. Das ist nun mal Fakt. Aber Fakt ist halt eben auch, ich habe viel Dreck fressen müssen. Und das haben einige nicht mitbekommen. Und ich habe mich stellenweise eben auch vor Gericht wiedergefunden, was halt gar nicht geil ist. Absolut nicht. Ja, so ist das. So ist es auch mit der Wut. Aber lasst euch eins gesagt sein. Fühlt die Wut, drückt die Wut nicht weg. Die Wut hat ihre Daseinsberechtigung.
Aber macht euch auch klar, es ist vergangen. Die Vergangenheit kannst du nicht mehr verändern. Und es ist gut, dass es vergangen ist. Es ist wirklich gut. Du kannst es jetzt in der Gegenwart, Zukunft, kannst es einfach nur anders machen. Und das wünsche ich jedem da draußen, der wie ich halt einfach richtig krass viel Scheiße fressen musste. Arbeitgeber, die mich ausgenutzt haben. Nach Strich und Faden. Ich hatte Gerichtsverhandlungen. Es war eklig. Es war wirklich, wirklich eklig. Und es ist für einen jungen Mensch besonders fies. Und in meiner ersten Ausbildung, die ich gemacht habe, der Chef hat mich halt einfach gehasst. Der hat mich halt einfach gehasst. Und das hat er mir auch spüren lassen. Der ist in seinem Büro hinter mir gesessen. Ich saß vor ihm, außerhalb von dem Glaskasten. Und ich habe dem seine Augen immer gespürt. Die Tochter wollte, dass ich in das Unternehmen komme. Aber der Chef hat mich gehasst. Und das habe ich immer wieder gespürt. Der hat immer wieder auf mich draufgetreten. Und dass ich die Ausbildung leider nicht beenden konnte, war ja dann auch klar. Ich habe im Endeffekt was Gescheites gemacht, aber damit konnte ich halt nicht wirklich was anfangen. Gut, doch, ich habe eine Ausbildung gemacht, ne? Aber ich habe halt dann nie wieder in dem Bereich gearbeitet, und zwar als Rechtsanwaltsfachangestellte. Aber auch das ist halt eben ein Beruf, der sehr trocken sein kann. Und wenn du halt ADHSlerin bist, dann brauchst du Abwechslung. Das ist die Regel Nummer eins. Wir haben nicht alle die gleichen Symptome, aber wir haben ähnliche Symptome. Und eben Monotonie ist Gift. Monotonie ist für uns schmerzhaft. Und Monotonie macht uns krank. Wenn ich allein daran denke, wie viel Monotonie ich in meinem Leben erlebt habe. Klar, in jedem Beruf gibt es monotone Sachen. In meiner Ausbildung war das zum Beispiel, ich habe eine ganze Liste erstellen müssen an Konkurrenzunternehmen, was die so machen, wo die so werben, und ich musste das alles auch angucken und so. Ich glaube, ich musste 100 Stück oder so raussuchen, weiß nicht mehr auswendig, war sehr viel. Und dazu habe ich, glaube ich, wirklich 6 Stunden oder 7 Stunden gebraucht. Normaler Mensch braucht nicht so lange, aber für mich war das so anstrengend. Das war so anstrengend und einfach so langweilig. Und diese Langeweile fühlt sich für mich halt einfach, schon als Kind war Langeweile für mich einfach ein Thema, das war für mich schmerzhaft. Ich habe immer gedacht, ich könnte meiner Mutter für die Heimarbeit helfen. Also sie hat immer so Schlüsselanhänger gemacht in der Heimarbeit und hat sich da Geld dazu verdient. Und ich habe mir mal gedacht, ich könnte ihr helfen. Aber ich habe nach kurzer Zeit habe ich einfach die Lust verloren. Und klar geht eine Mutter daher und sagt, komm, reiß dich zusammen, du schaffst es und so. Und du kriegst ja Geld dafür und so. Aber das Problem wurde ja an der Stelle nicht erkannt. Du kannst an der Stelle niemanden den schwarzen Peter zuschieben. Denn die Diagnostik ist ja jetzt noch nicht mal so richtig weit. Sie steckt in den Kinderschuhen. Und was ADHS betrifft, braucht man gar nicht anfangen von der Kombination. Absolut nicht. Also niemanden den schwarzen Peter zuschieben, auch in der Wut nicht. Aber fühle die Wut. Lass die Wut raus. Spreche mit Freunden über diese Wut. Das ist befreiend. Ich kann dir das wirklich empfehlen. Und du wirst diese Wut wahrscheinlich auch empfinden. Bin ich mir hundertprozentig sicher. Schreib mir das gerne unten mal in die Kommentare. Es sind einige neue Leute dabei. Das ist echt super cool. Ich freue mich echt, wie viele Leute mich gefunden haben. Wir sehen uns in den Kommentaren. Falls du mich unterstützen möchtest, kannst du das mit einem Abo tun. Ich sag danke fürs Einschalten. Und ein Däumchen wäre natürlich ein Träumchen. Danke und bis zum nächsten Mal. Tschüss!